Bei kühlpflichtigen Lebensmitteln ist die Einhaltung der Kühlkette bei Transport und Lagerung enorm wichtig, denn sie ist ausschlaggebend für die Sicherheit und Qualität unserer Lebensmittel. Aus diesem Grund legt der Gesetzgeber für kühlpflichtige Lebensmittel eine lückenlose Kontrolle sowie die Dokumentation der Temperatur fest. Doch das korrekte Messen und Aufzeichnen erfordert viel Zeit und Sorgfalt. Die entsprechende Norm EN 12830 Temperaturregistriergeräte für den Transport, die Lagerung und die Verteilung von gekühlten, gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln schreibt deshalb den Einsatz von registrierenden Temperaturmessgeräten, den sogenannten Datenloggern, vor, die diese Abläufe automatisieren und vereinfachen. Ich habe mir das Gerät in Augenschein genommen und muss jetzt feststellen, dass es ein hervorragendes Gerät ist, und zwar hier alleine in diesem Markt, nicht nur hier, sondern weil es hier um ein Aufzeichnungsgerät geht, das für den Betriebsinhaber eine Arbeitserleichterung darstellt. Hier können nachwirkend die Temperaturkontrollen durchgeführt werden, nämlich es befindet sich in den Gefriertruhen zum Beispiel ein hochwertiges Lebensmittel, was natürlich auch überprüfbar sein muss. Mit herkömmlichen Datenloggern ohne Echtzeitüberwachung werden Temperaturschwankungen meist zu spät bemerkt. Die Ware ist dann nicht mehr für den Verzehr geeignet. Das kann erhebliche finanzielle Verluste für den Markt bedeuten. Um diese Probleme zu vermeiden, arbeiten Sie mit dem Funkfühlersystem EBI 25 mit Alarmfunktion. Die Firma ePro hat ein System entwickelt mit dem EBI 25 und mit der Software Winlook Web, wo allen gesetzlichen Ansprüchen voll erfüllt werden. Darüber hinaus können wir getreu nach unserem Motto "Wir lieben Lebensmittel" eine möglichst hohe Lebensmittelsicherheit für unsere Kunden gewährleisten. Die Temperaturen, die vom Logger gemessen werden, werden drahtlos in einem definierten Intervall über die Funkschnittstelle an das Interface gesendet. Dort werden die Messdaten zwischengespeichert, es gehen keine Daten verloren, und von dort über eine Ethernet-Schnittstelle übermittelt. Wir wollen Ihnen nun anhand eines kleinen Beispiels zeigen, wie das EBI25-System schwerwiegende Folgen einer Unterbrechung der Kühlkette verhindern kann. Steigt die Temperatur über den festgelegten Grenzwert, wird der Edeka-Mitarbeiter automatisch durch das EBI25-System alarmiert und kann schnell reagieren. Der Edeka-Mitarbeiter konnte einen Ausfall der Kühlung und das mögliche Verderben der Ware rechtzeitig verhindern. Wir sind vom Qualitätsmanagement der Edeka Minden gefragt worden, uns als Testmärkte zur Verfügung zu stellen für das neue EBRO-Temperaturaufzeichnungssystem, und sind aus heutiger Sicht froh, dass wir das gemacht haben. Nachdem wir anfangs doch einige Schwierigkeiten hatten, auch in der Abstimmung untereinander, läuft das System jetzt seit Monaten so rund, dass wir eine ganze Reihe von sich einschleichenden Fehlern rechtzeitig bemerkt haben und das System sich von daher schon ausgezahlt hat. So können fortschrittliche Lebensmittelmärkte, die über ein EBI25-System verfügen, sicher sein, ihren Kunden jederzeit einwandfreie, erstklassige Qualität zu bieten.